Herzlich willkommen, ich bin Patrick Strohbach. Schön, dass du auch wieder in dieses Video reingeklickt hast. Viele fragen sich, was ist besser, Warmduschen oder Kaltduschen? Allgemein Wärme oder Kälte? Was bringt die besten Gesundheitsvorteile mit sich? Genau das klären wir in diesem Video. Was bewirkt Wärme wie Saunieren oder heiße Bäder oder heiß Duschen? Was bewirkt eine Kälteexposition? Wo sind die Unterschiede? Und was ist besser für deine Gesundheit und was mache ich persönlich? Doch bevor wir starten, möchte ich auch daran erinnern, dass wir als einziger Lieferant momentan in Deutschland Omega-3-Algenöl in pharmazeutischer Qualität darbieten können. Ja, auch die einzige mit aktuellen, unabhängigen, reiner Zertifikat bezüglich Erreger inklusive Schwermetalle, Pestizide zum absoluten Spitzenpreis meines Erachtens. Sehr gerne könnt ihr in der Videobeschreibung mal vorbeischauen, um mich auch zu supporten natürlich dafür. Aber gerne Ende des Videos. Ich habe bereits zwei Videos gemacht zu dieser Thematik, ja? Hier einmal und hier einmal. Welche Vorteile hat Wärme auf unserem Körper und welche Vorteile hat Kälte auf unserem Körper? Dort wird es sehr, sehr detailliert quasi erklärt, ja? Aber dieser genaue Vergleich zwischen den beiden, der hat noch nicht stattgefunden. Das passiert genau in diesem Video. Wann ist was besser anzuwenden? Unser Körper produziert vor allem dann Wärme, wenn er krank ist oder bei einer Schilddrüsenüberfunktion. Wenn du krank bist, sorgen sogenannte Pyogene dafür, dass Neuronen im Hirn, genauer in der Hypophyse, nicht mehr so wärmesensitiv sind. Jetzt denkt dein Körper, er muss die Körpertemperatur erhöhen und so entsteht das Fieber. Der Grund ist folgendes. Mit jedem Grad Celsius Körpertemperatur verdoppelt sich deine Immunkraft. Das heißt, bei ca. 41 Grad hast du eine ca. 8 bis 16 Mal so starke Immunkraft. Doch wieso? Je wärmer der Körper, desto niedriger die Viskosität des Blutes, da es flüssiger wird, da es eher dem Aggregatzustand Richtung Gas annimmt und die Moleküle sich weiter ausdehnen. Durch die durchblutungsfördernde Wirkung können die Immunzellen jetzt leichter durch das Bindegewebe, ja, wie zum Beispiel vom Blut in die Lymphe, wo die Erreger sich quasi konzentrieren und diese dort eliminieren. Ein sehr wichtiger Punkt ist die 38,5 Grad Marke. Denn ab da schlagen diese Effekte richtig zu Buche und potenzieren sich. Es ist quasi ein magischer Schwellenwert. Mehr dazu in meinem Fiebervideo. Weiter trainiert Wärme dein Herz-Kreislauf-System. Durch die Ausdehnung der Moleküle dehnt sich auch deine Arterie. Der Blutdruck nimmt dadurch ab. Um diesen weiter trotz größerer Durchmesser jetzt aufrechtzuerhalten, muss dein Herz die Herzfrequenz erhöhen, schneller schlagen. Dadurch trainiert es sich selbst. Hier ein kleiner Ausschnitt aus meinem alten Video. Und das Entscheidende ist jetzt, dass die Körpertemperatur dadurch steigt. So, Thermoregulationszentrum sorgt auch dafür, dass die Blutgefäße sich zusammenziehen. Dadurch wird es ebenfalls, ja, das Produkt ist mehr Körperwärme, die produziert wird. Dadurch verspürst du auch dieses Zittern, ja. Der Blutzucker steigt natürlich, weil die Stoffwechselaktivität natürlich hoch geht, ja, denn die Wärme wird dadurch produziert, dass die Mitochondrien, deine Kraftwerke quasi arbeiten. Dadurch steigt auch unter anderem der Blutzucker, weil die Leber jetzt mehr aus der Gluconeogenese Zucker in deine Blutbahn hinablässt. Und das Entscheidende ist das jetzt, dass das Knacken von 38,5 Grad sehr entscheidend ist. Und das ist ganz wichtig, dass ihr das beachtet. Kommen wir zum Fazit. Wärme sorgt für eine immunstärkende Eigenschaft, da die Immunzellen sich besser durch den Körper bewegen können. Ebenfalls sind große Wärmeexpositionen kardioprotektiv. Was bewirkt Kälte bei uns im Körper? Als erstes genau das Gegenteil. Klingt logisch, ist aber so. Durch die Kälte werden die Arterien verengt und die gleiche FMD zu haben, also zu erhalten quasi, also die Arteriendurchmesser, muss der Körper den Blutdruck erhöhen. Auch hier trainiert sich das Herz, da es mehr pumpt. So wie bei einer Sporteinheit. Weiter sorgt Kälte für eine temporäre Schwächung des Immunsystems, da das Immunsystem so unmobil wird. Mit fallender Temperatur, sodass Erreger mehr Chance haben, sich temporär zu vermehren. Dort steuert der Körper aber gegen, indem er mehr Immunzellen produziert oder sie aktiviert aus dem Knochenmark und der Milz, um diesen Effekt zu negieren. Daher kommt die immunstimulierende Eigenschaft. Also nochmal, erst schwächt es das Immunsystem, dann stärkt es aber das Immunsystem, da der Körper sich an das Handicap anpassen muss, so durch die Menge der Immunzellen, die quasi dadurch produziert werden. Ja? Dadurch wird die Immobilität des Immunsystems außer Kraft gesetzt bzw. kompensiert.
Als letztes verbraucht es viel Vitamin A, Selen, Magnesium und Jod. Wieso diese Minerale? Da das die wichtigsten Kofaktoren deiner Schilddrüse sind. Diese ganzen Kofaktoren haben wir ebenfalls in einem Produkt zusammengefasst. Wer dort Interesse hat, ja, wir haben wirklich schon unfassbare Ergebnisse an Menschen damit erzielt, wo wir wirklich fast die Tränen gekommen sind. Aber findet ihr auch in der Infobox. Also wichtig, deine Schilddrüse reguliert deine Körpertemperatur. Die Schilddrüsenhormone veranlassen, dass dein Körper mehr ATP, Adenosintriphosphat, der universelle Energieträger bei uns im Körper, verbraucht wird. Ja, dadurch entsteht Abwärme, wie bei einem Kraftwerk. Das ist unsere Körpertemperatur. Das heißt konkret, die Schilddrüse braucht vermehrt die Nährstoffe, die ich genannt habe, um Schilddrüsenhormone zu produzieren, vor allem das T3, das aktive, das Triiodthyronin, ja, das ist das ganz Wichtige. Und das sorgt dann dementsprechend auch zu mehr Abwärme, ja, und zum Stoffwechselankurbeln natürlich. So. Kälte führt zu Konstriktion der Arterie, das ist das Fazit. Dadurch fließt weniger Blut, ja, dies reguliert dein Herz zu mehr Pumpleistung und trainiert sich dabei selbst. Das Immunsystem wird temporär geschwächt, mittelfristig aber gestärkt, so wie deine Schilddrüse plus Wärmeproduktion. Und so der Kalorienverbrauch. Jener läuft auf Hochtouren. Kommen wir nur dazu, was sind hier Unterschiede zwischen Wärme- und Kälteexposition? Die Gemeinsamkeit zunächst ist, dass beide einen positiven Trainingseffekt auf das Herz haben, denn das Herz muss mehr leisten als normal. Bei der Kälte gegen die enge Arterienwand und bei der Wärmeexposition gegen die breite Arterienwand, um den Druck aufrechtzuerhalten. Der Unterschied ist, dass die Wärme direkt das Immunsystem beschleunigt. Kälte aber nur mittelfristig und kurzfristig dafür schwächt es. Das bedeutet, für eine Prävention von Krankheiten ist Kälte besser, da es das Immunsystem langfristig, auch mittelfristig, stärkt. Ist aber bei einer Infektion kontraproduktiv, da es der Krankheit einen Vorschuss geben könnte, wo der Körper kurz geschwächt ist. Bei der Wärme ist es anders. Es hilft direkt bei einer Infektion, da es sofort das Immunsystem beschleunigt. Hat aber keine Langzeitwirkung, sondern nur eine Momentwirkung. Praktisch also heißt das so. Um einer Krankheit vorzubeugen, wäre es ratsam, öfter die Woche vielleicht kalt zu duschen. Wenn du aber krank bist, hilft Wärme, nur Wärme und keine Kälte. Schaut euch sehr gerne mein Video zum künstlichen Fieber an. Dort verrate ich euch noch einen weiteren sehr entscheidenden Vorteil, ja, das vom heiß Baden oder Saunieren oder heiß Duschen, was mein Leben meines Erachtens wirklich maßgeblich verändert hat und zum Positiven entwickelt hat. Ja. Kälteexposition kurzzeitig stimuliert die Schilddrüse, langfristig kann es sie aber erschöpfen. Wärme entlastet die Schilddrüse, da sie weniger arbeiten muss, da sie Wärme von außen zugeführt bekommt, ja, die sie nicht selbst produzieren muss. Über die Schilddrüsenhormone, Triiodthyronin, also das T3. Ja. Kommen wir dazu, wie ich persönlich vorangehe. Ich dusche dreimal die Woche kalt nach dem Morgenssport. Dann vertrage ich die Kälte besonders gut. Denn Sport führt dazu, dass die Immunzellen aus dem Knochenmark ins Blut gelangen und so das Immunsystem schon vorstärken. Dies puffert dann die Schwächung durch die Kälteexposition am Morgen, so werde ich auch nicht krank, habe aber trotzdem von dem Sport und dem Kaltduschen meinen Immunbooster-Effekt. Wärmeexposition mache ich ca. 2 bis 3 Mal im Monat, wo ich in der Badewanne mit dem Fieberthermometer sitze, ja, mich auf 38,5 Grad Celsius erhitze. Davor war ich noch sehr dick angezogen, Cardio machen, ja, Sport machen. Dazu mehr in meinem Fiebervideo, das klingt ja ziemlich kurios. Das hilft mir, meine Epstein-Barr-Virus-Erkrankung und meine Borreliose-Erkrankung im Schach zu halten. Denn wie wir wissen, verlassen diese Erreger nie mehr den menschlichen Körper, egal wie fit und gesund und Vitamin D du hast und solche Sachen halt. Ja, bitte, nie mehr. Man muss lernen, mit ihnen zu leben und sie im Schach zu halten. Denn die einen können es und die anderen fühlen sich schlapp. Ich würde mich sehr freuen, euch gleich auf purastell.de zu sehen. Dort findet ihr die besten Produkte meines Erachtens rund ums Thema Gesundheit und laborgeprüft und hochdosiert. Viel Spaß gleich auf purastell.de und Dankeschön für deinen Support. Gerne liken und kommentieren. Ich lese jeden Kommentar. Bis zum nächsten Video. Ich sage ciao.